Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von den Zusehern auf Dreisat. Danke fürs Dabeisein und schöne Grüße aus Wien. In Bregenz sind die diesjährigen Festspiele eröffnet worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Vormittag die 73. Bregenzer Festspiele feierlich eröffnet. 224.000 Karten sind aufgelegt. Auf der Seebühne wird wieder Bizets Carmen gezeigt und im Festspielhaus die selten gespielte Oper Beatrice Cenci. Tut mir leid, das war zwar der Beitrag zu der Eröffnung der Bregenzer Festspiele, leider ohne Ton, davon haben Sie wenig. Wir machen darum weiter mit dem Ausblick auf die nachfolgende Sendung.